Willkommen zurück im Kurs Elastostatik. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie die Flächenträgheitsmomente für ein Dreieck bestimmen. Dazu habe ich hier folgendes Dreieck angezeichnet. Das Dreieck besitzt die Höhe a und die Länge b. Wir haben hier außerdem die z- und die y-Achse gewählt. So, wie bestimmt sich jetzt das Flächenträgheitsmoment bezüglich der Y- bzw. bezüglich der Z-Achse? Und zwar geschieht dies ähnlich wie bei einem Rechteck. Das habe ich bereits im vorherigen Video gezeigt. Und zwar wird zunächst ein infinitesimal kleines oder kleiner Streifen ausgewählt, der dann die Breite hier dz erhält. Das ist jetzt bei Betrachtung des Flächenträgheitsmomentes bezüglich der Y-Achse. Also wie gesagt, ein infinitesimal kleiner Streifen der Breite dz. Dann benötigen wir noch die Länge dieses Streifens, um eben dieses Flächenelement dA berechnen zu können, das sich ja aus Höhe mal Breite zusammensetzt. So, die Breite ist ja mit dz gegeben, jetzt fehlt noch diese Länge und es ist ja ganz deutlich sichtbar, dass die Länge nicht konstant über die gesamte Höhe a verteilt ist oder konstant bleibt, sondern eben abnimmt. Und um diese Abnahme zu berücksichtigen, müssen wir zunächst diese Gerade bestimmen. So, also das bedeutet also, wir müssen hier diese Gerade bestimmen, um dann diese Länge hier über die gesamte Höhe a berechnen zu können oder integrieren zu können. Und das ist eben, das setzen wir jetzt mal gleich y hier, das soll eine Funktion von y sein. Und wir bestimmen jetzt zunächst diese Gerade. Wie funktioniert das? Wie bestimmt man eine Gerade? Ich habe das jetzt zunächst einmal hier anhand eines xy-Koordinatensystems angeschrieben. Da weiß man ja, dass sich eine Gerade bestimmt durch y gleich m mal x plus b. M ist die Steigung der Geraden, also die Steigung hier. Und b ist eigentlich der y-Wert hier, bei dem x gleich 0 ist und wo die Gerade beginnt. Auf unser Problem übertragen, also bei einer z-y-Achse, wäre das z gleich m mal y plus b. B ist wiederum der Punkt, wo die Gerade beginnt. Das heißt also, die Gerade könnte dann entweder hier so verlaufen oder eben so verlaufen, wie das auch in unserem Beispiel ist. Ich übertrage jetzt diese Geradengleichung schon mal hier hin und werde es dann auf unser Problem anwenden. Das heißt also, ich benötige als erstes den Wert b und der Wert b, den haben wir gegeben durch a, denn diese ganze Höhe hier ist a und also die Gerade, könnte man ja sagen, beginnt hier bei a. Also das heißt z gleich my plus a. Jetzt benötigen wir noch die Steigung m. Wie bestimmen wir die? Indem wir hier den Ausgangspunkt a wählen und b Schritte in Richtung der positiven y-Achse gehen, also plus b, und a Schritte in Richtung der negativen z-Achse, also minus a. Das heißt also, wir haben hier die Steigung bestimmt und die wird so geschrieben, und zwar minus a durch b. Das setzen wir jetzt hier ein. Z gleich minus a Bethe mal y plus a und haben somit diese Geradengleichung gegeben. Jetzt interessiert uns ja aber die Länge y, das heißt, diese Geradengleichung muss noch nach y aufgelöst werden. Wenn man das macht, dann erhält man b mal 1 minus z durch a. Das ist jetzt also die Gleichung, die für uns für die Betrachtung des Flächenträgheitsmoments bezüglich dieser y-Achse relevant ist. Und jetzt kann ich auch schon beginnen, indem ich die Formel anwende. Das heißt also iy gleich Integral von, und zwar jetzt von 0, denn bei z gleich 0 beginnt das ja,
und läuft ja bis z gleich a. Das heißt also von 0 bis a, dann das z-Quadrat übernehme ich und mal dA. Und dA ist ja jetzt dz mal y. Also dz mal y und das ist ja gleich, wenn wir das Integral von 0 bis a, z-Quadrat, jetzt tauschen wir das aus, also der Übersicht halber, und fügen jetzt für y eben diese Gleichung hier ein. Das heißt also, mal b, und ich löse jetzt auch gleich schon die Klammer auf, minus z Quadrat mal b mal z durch a. Und das Ganze natürlich mal dz. So, und das Ganze kann ich jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Man sieht ja hier dieses z und dieses z können noch zusammengefasst werden. Das heißt also y gleich Integral von 0 bis a, z Quadrat mal b minus z Quadrat mal z sind z hoch 3 mal b durch a und das Ganze wieder mal dz. So, und jetzt kann ich auch das Integral auflösen. Das zeige ich dann in diesen eckigen Klammern an. Und das ist jetzt hier 1/3 z hoch 3 mal b minus 1/4 z hoch 4. Z hoch 4 mal b durch a. Mal b durch a. So, das Ganze von 0 bis a. Das, jetzt setze ich den Wert a ein. So, y ist also gleich 1/3 a hoch 3 mal b. 1/3 a hoch 3 mal b minus 1/4 a hoch 4 minus 1/4 a hoch 4 mal b durch a. Und man sieht hier ganz deutlich, man kann dieses a wegkürzen, dann bleibt hier noch ein hoch 3 übrig. Das heißt also, daraus wird dann minus 1/4 a hoch 3 mal b. Und das Ganze lässt sich zusammenfassen zu 1/12 a hoch 3 mal b. So. So berechnet sich das Flächenträgheitsmoment für die y-Achse. Alternativ berechnet sich das Flächenträgheitsmoment für die z, also bezüglich der z-Achse wie folgt. Ich muss wieder diese Geradengleichung heranziehen. Also ich zeichne jetzt erstmal das infinitesimal kleine Element ein, mit dem wir uns hier beschäftigen werden, und zwar dieses hier mit der Breite dy und dieser Länge z diesmal. Und z haben wir ja bereits ausgerechnet, das ist diese Geradengleichung, nämlich die hier. Das heißt, ich schreibe hier hin, iz gleich Integral von, diesmal von 0 bis b, von 0 bis b, also y Quadrat mal dA. Und dA ist ja jetzt dy mal z. Und z ist eben diese Gleichung. Das heißt also, also z mal dy ist gleich von 0 bis b, y Quadrat. Jetzt wähle ich für z, wie gesagt, diese Gleichung mal minus a durch b y plus a mal dy. Das Ganze kann ich jetzt noch auflösen und dann eben das y hier auch zusammenfassen. Und dann kann ich anfangen zu integrieren, so wie ich das vorhin auch durchgeführt habe. Und erhalte dann folgenden Wert, nämlich 1/12 b hoch 3 mal a. Das können Sie dann ja nochmal nachrechnen. Also wie gesagt, man kann jetzt die Klammer auflösen, dann integriert man ganz einfach und setzt b ein und erhält dann 1/12 b hoch 3 mal a. So bestimmt man also die Flächenträgheitsmomente bezüglich der y-Achse und bezüglich der z-Achse anhand eines solchen Dreiecks. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Problematik näher bringen und freue mich aufs nächste Mal.